Ja, herzlich willkommen, Freunde, zum Video des VBL-Finalturniers. Ich habe mir überlegt, ich mache ja wahrscheinlich eine Storytime draus, weil ich am Turnier selbst dann auch am Samstag, Sonntag keine Aufnahme mehr gemacht habe, keine Vlog-Aufnahme, also mit der kleinen Canon hier, mit der wunderbaren. Habe drei Vorfrequenzen gemacht, das heißt Vorszenen. Habe dann aber ab Samstag dann eigentlich das bisschen ja ausgespiegelt und habe das nicht so... wie soll ich sagen, habe nicht mehr keine Aufnahme mehr gemacht, weil mich mehr auf das Turnier konzentriert habe. Von daher möchte ich euch jetzt eigentlich mehr in einer Storytime über das VBL-Finale wieder informieren, über die YouTube. Für meine YouTube-Leute, wo mich nur auf YouTube verfolgen, wenn ihr mich noch nicht woanders gesehen habt, 2 Million Ways auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, könnt ihr immer ein bisschen auf dem Laufenden bleiben. Ich möchte aber jetzt trotzdem dieses Video machen mit der Storytime. Ich habe nämlich schon drei Frequenzen eben angefangen, ne, wegen dem Vlog. Letztendlich kann ich ja natürlich da aus diesen drei Szenen, da, die 2 Minuten dauern, kein ganzes Vlog machen. Deswegen, ich zeige euch jetzt mal die Szenen. Ihr könnt sie nach anschauen. Danach könnt ihr euch wunderbar zurücklegen. Dann könnt ihr den guten 2 Million Ways hier mal zuhören, was er so zu labern hat und was so alles passiert ist und wie es dann noch gelaufen ist und wie die Eindrücke waren. Bla bla bla. Und von daher zieht euch jetzt erstmal die ersten drei Szenen rein. Die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und dann, viel Spaß. Herzlich willkommen auf dem Vlog, Freunde, zum VBL-Finale in Dortmund. Ich bin hier gerade schon angekommen, wir sind ja schon ein bisschen, haben einen kleinen Zeitsprung hinter uns, weil, was heißt Zeitsprung, ich habe ein bisschen später angefangen, hier aufzunehmen. Dieses Mal haben sie die Nicknames, also die Online-PSN-Namen, auf die Trikots geballert. Ich habe, warte mal, ich muss mal das hier, was die ganze Zeit hier nervt, muss ich mal kurz um die Hand machen. Wir haben neue Schuhe bekommen. Hier neue Schuhe, Sneakers sind das, glaube ich. Ich kenne mich mit diesen. Ja, ich blamier mich da jetzt wahrscheinlich los. Haben wir jetzt gerade eine kleine Stadionführung gemacht. Hat jetzt nichts mit dem VBL-Event zu tun gehabt. Wir haben wieder VBL-Trikots bekommen, sowie Heim- und Auswärtstrikots des Vereins, mit dem man spielt. 2 Million Ways hier. Wunderbar. Herr Hotelzimmer regelt richtig. Ich habe mir schon richtig ausgestattet. Kann mir jetzt sich Kaffee machen, alles Mögliche. Und wir gehen jetzt mal kurz rüber zu einem anderen. Ich muss meine Karte noch mitnehmen, sonst komme ich nicht wieder. Wir gehen jetzt zu einem anderen Qualifikanten, der genauso im Finale ist. Und schauen jetzt mal ein, zwei Zimmer rein. Also Achtung, 3, 2, 1. Da haben wir hier. Ne, das ist der Sander. Wo ist der Qualifikant? Wo ist der Qualifikant? So, da haben wir Jan-Niklas Flöck heißt du, oder? Jan-Niklas, oder? Ich kann deinen zweiten Namen immer nicht so aussprechen. Das ist der Bomber, der hat in Düsseldorf hat einfach nur Aubameyang rausgehauen. Und jetzt spielt er einfach in Dortmund mit mir gleichzeitig um die deutsche FIFA-Meisterschaft. 24 Leute spielen jetzt insgesamt morgen, 12 auf der Xbox, 12 auf der PS4. Und jetzt geht es erstmal zum Come Together mit allen VBL-Teilnehmern und danach noch einen gemütlichen warmen Milchabend und danach morgen aufs Turnier. Let's go! So, Freunde, back im Hotel. Ich habe quasi die Gruppenphase jetzt ausgelost bekommen. Ich bin hier wieder, ja gut, neben meinen wunderbaren hier Bremen, VBL und Bremen Auswärtstrikot. Die Gruppenphase wurde ausgelost und ich habe einfach eine mega Bomben-Hammer-Gruppe bekommen. Ich habe mit Cihan Yazala, The Stranger, Bubu Butenko, Christoph Gorle und Erol, weiß jetzt nicht genau, wie der noch mit Namen heißt, einfach eine Horrorgruppe bekommen. Und werde jetzt morgen versuchen, in dieser Horrorgruppe das Top 4 Quartett, warte, da ist immer dieses blöde Bändchen, die Top 4 zu erreichen. Und wenn ich jetzt 5. oder 6. werde ich natürlich rausfliegen. Und sonst, ja gut, schauen wir mal, wie das laufen wird. Also 4. Platz und der Tag wird ja gerettet, aber 4. Platz wird erstmal richtig, richtig schwer. Jetzt geht's ins Bett und dann morgen auf das große Turnier. Let's go! So, das waren die Szenen bis zum Freitagabend, bis zur Gruppenauslosung. Ich kann euch da hier nochmal einige Bilder einblenden, wie das ungefähr von der Gruppenphase und von der Gruppenauslosung ausgesehen hat. Dann ging es Samstagmorgen dann los vom Hotel Esplanade, glaube ich, hieß es, zum Deutschen Fußballmuseum. Sind dann alle gelaufen, ihr seht es hier klar, in den wunderschönen Reihen. Und haben dann die Gruppenphase gestartet um 13 Uhr, glaube ich, also 12.50 Uhr. Und ich habe dann im ersten Spiel gleich begonnen mit Daniel Putenko, dem ersten FC Nürnberg E-Sportler. Wie gesagt, wenn ihr gerade das Video schaut, legt euch am besten zurück, chillt ein bisschen, macht es euch gemütlich und hört mir einfach nur zu. Ich hoffe, ihr könnt mein Scheißgelaber ein bisschen durchhalten. Naja, auf jeden Fall, ich habe das erste Spiel gegen Daniel Putenko gespielt, habe gleich mal das 0:1 kassiert in der 10. Minute. Konnte das Spiel aber dann noch zu meinem Erstaunen noch drehen mit 4:1. Habe wirklich stark gespielt, also Daniel Putenko war auch nicht so
gerade drin in dem Modus, also hat es sich auch schwer getan. 4:1 habe ich das erste Spiel gewonnen. Im zweiten Spiel musste ich gegen Erol Bernhard. Erol Bernhard hat in Düsseldorf sehr krass überzeugt, hat auch einen Kollegen von mir aus Stuttgart rausgehauen, hat wirklich sehr, ja, hat überzeugt, überrascht auch, und den konnte ich im zweiten Spiel nach 0:1, 1:1, 2:1, 2:2 mit 4:2 besiegen. Also habe dann noch das 4:2 gemacht und habe somit zwei Siege aus zwei Spielen gehabt, war auch Tabellenführer zu dem Zeitpunkt. Und im dritten Spiel ging es gegen Christoph Geule. Der hat in Düsseldorf einen Kollegen von mir, Daniel Fink, und Daniel Butenko auch in Düsseldorf beide rausgehauen. Also hat wirklich auch schon zwei wirklich extrem starke Leute besiegt. Ich war gewarnt und ich habe mir auch schon geschworen, ich werde Daniel Fink, werde ich rächen und werde versuchen, ihn zu besiegen für Daniel Fink. So wegen aus Rache, also nur wegen so als Kopfding. Und ich konnte wirklich auch mit 3:1 gewinnen, war früh mit 3:0 vorne, hab dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen langsamer gemacht, hab dann auch wirklich mit 3:1 gewonnen und war dann auch wirklich auch Tabellenführer in meiner Gruppe und musste dann gegen den Titelverteidiger Cihan Yazala. Der hatte da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nur ein oder zwei Punkte, also war wirklich sehr, sehr schwach drauf. Und hat dann gegen mich gemusst und gut, gegen Cihan muss man halt auch erstmal gewinnen oder muss man halt auch erstmal bestehen, und ich habe damit mit 3:5 verloren. War ein krasses Spiel, also wirklich krasses Spiel. Er hat seine Chancen alle reingemacht. Respekt, also gegen Cihan zu spielen macht immer richtig Bock. Er verteidigt sehr aggressiv und ich konnte auch 3 Tore schießen, war zufrieden. Allerdings die Defensive hat dann ein bisschen gehapert, 5 Tore gegen Tore gekriegt. War zu dem Zeitpunkt allerdings immer noch erst. Ne, halt, Job, da habe ich dann schon gegen Tim den ersten Platz abgeben müssen an Tim Katnavatos, The Stranger. Im letzten Spiel muss ich dann sogar noch gegen Tim und Katnavatos, hab dann in einem wirklich ausgeglichenen Match, hat er auch selber gesagt, mit 1:3 verloren. Da waren eigentlich wirklich gleich viele Chancen auf beiden Seiten. Der Torwart von ihm hat auch wirklich stark gehalten und er hat auch eine rote Karte bekommen. Gut, dann war ich allerdings mit 9 Punkten aus 5 Spielen immer noch zweiter Tabellenplatz. Die Gegengruppe sah so aus, dass Timox erster wurde und Jan-Niklas Vöck dritter, Georgios Papatoulis zweiter und dieser Amtua, der Malaysia war es, glaube ich, ist vierter Platz geworden. Von daher musste ich gegen Jan-Niklas Vlöck, weil ich zweiter Platz geworden bin. Das ist ein Kollege von mir, wo ihr jetzt bereits am Anfang von dem Video gesehen habt, wo ich in Stuttgart bereits einmal die Ehre hatte, gegen ihn zu spielen, habe dort gewonnen, habe auch am Tag davor im Hotel gegen ihn gespielt, habe dort gegen ihn auch gewonnen, noch nie gegen ihn verloren. Und wie es der Zufall, was heißt der Zufall, und auch, sagen wir mal, ausgerechnet im Turnier, ja, ich nehme es jetzt mal voraus, verliere ich gegen ihn. Ich habe das Hinspiel mit 3:1 verloren. War verdient, also dass ich auf jeden Fall das erste Spiel verliere, war verdient. Da war er besser, bis zur 70. stand es noch 0:0. Und ich stell um auf enge Raute und innerhalb von 10 Minuten steht es 3:0 für ihn. War nicht ganz sehr vorteilhaft, aber das erste muss er gewinnen. Das passt schon, vielleicht auch bloß mit einem Torunterschied, aber das passt. Im zweiten muss ich allerdings gewinnen. Da habe ich deutlich mehr Torschüsse gehabt, mehr Spielanteile und war auch eigentlich besser. Hab das Spiel aber trotzdem verloren mit 4:3, also 3:4, war recht schade. Er hat halt seine Chance reingemacht, ich nicht, kann man ihm keinen Vorwurf machen, hat er wirklich stark gemacht und ist dann auch in der nächsten Runde dann gegen Tim Katnavatos dann angetreten. Ja, ich bin dann halt rausgeflogen zu dem Zeitpunkt, bin also unter den Top 8 PS4-Spielern Deutschlands jetzt gekommen. Jan-Niklas Vlöck hat dann in der nächsten Runde gegen Tim wirklich extrem stark gespielt, war eigentlich extrem überraschend, hat keiner damit gerechnet, dass dann Jan so krass so eine Chance hat und hat mit 3:1 im Hinspiel gewonnen gegen Tim, gegen den Champion, der es am Ende wirklich gemacht hat, hat 3:1 im Hinspiel gewonnen und im Rückspiel leider mit 1:4 verloren, auch gegen 10 Mann. Extrem bitter, also ich hätte es ihm wirklich gegönnt, dass er die Überraschung packt, allerdings ist Tim natürlich auch ein Kollege von mir, von daher habe ich mich letztendlich ein bisschen rausgehalten, aber hat wirklich eine starke Leistung gezeigt. Und hat mich leider rausgehauen. Ich hätte gerne das Spiel gegen Tim nochmal gehabt. Das wäre dann das 5000 Euro Cash-Game-Spiel gewesen. Und von daher, naja, ist es halt nur zu Top 8 PS4-Spielern des Landes geworden. Hat trotzdem Spaß gemacht, hat trotzdem habe sehr viele Sachen lernen können, habe wieder sehr viel Kontakte schließen können und Verbindungen geknüpft. Konnte mit Tim und mit Cihan und mit all den alten Kollegen wieder mal ein bisschen labern, mal in die Shisha-Bar gehen, ein, zwei Bierchen, warme Milch trinken, und von daher hat richtig Spaß gemacht. Ich habe jetzt das Video ein bisschen später hochgeladen, also es war jetzt eine Woche nach dem VBL-Finale, weil, ja, ich bin in letzter Zeit ein bisschen faul, zocke viel PUBG und andere Sachen und habe weniger Zeit. Von daher, gut, ich bedanke mich, dass ihr mir bei der Storytime dabei geblieben seid bis zum Ende. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ich konnte euch wenigstens nur das Grund, wie es
grob gelaufen ist, konnte ich euch erzählen, weil wenn ich euch jetzt leider wirklich alles ausführlich erzähle und zeige, dann dauert das Video eine halbe Stunde mindestens. Von daher empfehle ich euch und lege ich euch nur nahe, folgt mir auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, da seid ihr immer ein bisschen auf dem aktuellen Stand. Ich poste auch immer meine Stories und ab und zu mal was halt gerade passiert, was halt gerade abgeht im FIFA-Bereich und so. Von daher, ja, bleibt anständig, Jungs, bleibt auf dem Laufenden, wenn ihr daran interessiert seid, wie es bei mir läuft. Und von daher, ja, bedanke mich, dass ihr dabei geblieben seid bis zum Ende. Cheerio, Boys, und auf in die Vorbereitungsphase für VBL 19. Dieses Jahr als Top 8 PS4-Spielern des Landes abgeschlossen.